nächste Woche Nummer 15, Schwarzer Tag für Naturschützer. Der Jufifi ist bald wieder vor Ort. Eine 31-jährige Erzieherin steht vor Gericht ab heute. Der Mittelfränkische Jugendfilmfestival ist bald wieder vor Ort. Vom 19. bis zum 21.04.2024 findet der 36. Mittelfränkische Jugendfilmfestival in Nürnberg Cinecittà statt. Es sind über 40 Filme, die gezeigt werden am Freitag und am Samstag, und am Sonntag ist die Preisverleihung ab 17 Uhr. Eine Erzieherin einer Kita im Landkreis Würzburg soll eine kleine Mädchen zum Essen gezwungen haben, bis es erbrach. Einen Jungen soll die 31-Jährige zur Strafe brutal aus einem Hochbett gerissen haben. Ab heute, den 8. April, wird vor dem Landgericht Würzburg verhandelt, denen die Frau und ihre frühere Gruppenleiterin eine Kindergartenstätte. Die Taten sollen sich laut Staatsanwaltschaft in einer Einrichtung im Landkreis Würzburg zwischen September und Dezember 2021 ereignet haben. Seit Jahren wird um der kreuzfreien Ausbau der Frankenschnellweg A73 durch Nürnberg gestritten. Die Stadt Nürnberg plant den Ausbau und will den Verkehr teilweise in einen Tunnel unter die Erde verlegen. Naturschützer befürchten, dass dadurch noch mehr Verkehr entsteht. Die vorerst letzte Etappe des Streiks führte vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Der Bund Naturschutz und eine Privatperson hatte den Ausbau geklagt. Am Dienstag wurde die jüngste Entscheidung des Gerichts bekannt gegeben. Die Klage wurde abgelehnt. Und das waren auch schon wieder die drei News der Woche für diese Woche. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Hab eine schöne Woche. Bis dahin. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.